Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Gäste im Deutschen Bundestag, liebe Medienvertreter. Unser Antrag bezieht sich auf den völkerrechtswidrigen militärischen Einsatz der Türkei in Syrien. Und ich stelle mit Erstaunen und Befremden fest, dass obwohl alle Fraktionen im Deutschen Bundestag die Völkerrechtswidrigkeit dieser militärischen Maßnahmen der Türkei anerkannt und erwähnt und noch mal bekundet haben, gibt es keine Reaktion der Bundesregierung. Scheint kein Thema für Sie zu sein. Und Herr Maas hat ja bei seinem letzten Kuscheltreffen mit Herrn Erdogan das anschließend öffentlich mit keinem Wort erwähnt. Noch einmal, meine Damen und Herren, alle Fraktionen des Deutschen Bundestages haben diese militärischen Maßnahmen als völkerrechtswidrig verurteilt. Und Sie haben keine einzige Antwort der Bundesregierung darauf bekommen. Das nenne ich eine Missachtung des Parlaments, wie sie meines Erachtens selten in diesem Hause vorkommt. Das Verhalten zeigt darüber hinaus, dass unser Einfluss am Bosporus dramatisch geschwunden ist. Und das, was Herr Nick gerade angesprochen hat, was früher aufgrund unserer alten und vertrauten Beziehung zur Türkei möglich war, nämlich in alle gesellschaftlich relevanten Gruppen hineinwirken zu können und auch deutsche Interessen dort zur Geltung bringen zu können, ist es heute genau umgekehrt. Wir wirken nicht mehr in die Türkei hinein, sondern Herr Erdogan wirkt nach Deutschland hinein, und zwar kräftig. Und damit sind deutsche Interessen massiv bedroht. Die Einmischung Herrn Erdogans in die innerdeutsche Politik, ich nehme nur das Thema Türken und Kurden hier in Deutschland und ihre teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen, wirken auf die Stabilität, die innenpolitische Stabilität Deutschlands. Und der Druck von Herrn Erdogan, den er damit aufbauen kann, ist den meisten von Ihnen ja auch bekannt. Die Türkei war mal im Sinne von dem Staatsgründer Kemal Atatürk der Eckpfeiler der NATO, der Eckpfeiler Europas hin zum Orient. Kemal Atatürk hat einmal die Frage beantwortet, warum er die Türkei nach Europa ausrichten will, mit dem Spruch beantwortet: Es gibt viele Kulturen in der Welt, aber es gibt nur eine Zivilisation, das ist die europäische. Kemal Atatürk, nennen Sie das heute mal in Ankara oder Istanbul, dann werden Sie andere Antworten bekommen. Denn die türkischen Einmischungen, wie wir es jetzt in Syrien erleben, erschweren die Situation dort vor Ort. Sie erschweren eine Beendigung des Bürgerkriegs. Und übrigens ist es unbegreiflich, dass die Bundesregierung das zumindest indirekt unterstützt. Wir wissen, dass die türkische Regierung den IS unterstützt hat. Es gibt Belege dafür. Wir erkennen, dass die Kurden in Syrien bekämpft werden, und wir unterstützen sie im Irak. Das soll uns mal einer erklären. Das Flüchtlingsabkommen, das wissen wir alle, hat uns erpressbar gemacht, und der Kuschelkurs der Bundesregierung weist ja auch darauf hin. Wir haben bezüglich Syriens heute einen Schulterschluss mit Herrn Erdogan, Herr Grosseböwe. Und zwar, indem wir die Eroberung von Idlib verhindern wollen, weil es ja das Assad-Regime ist. Wir fragen uns, warum? Im deutschen Interesse muss es doch sein, den Bürgerkrieg so schnell wie möglich zu beenden. Auch schon, weil wir in unserem Interesse keine weitere Flüchtlingswelle in die Türkei und damit nach Europa und nach Deutschland haben wollen. Und wir wollen es auch übrigens nicht noch mal mit Milliarden finanziell unterstützen. Wir wollen, dass die Flüchtlinge, die sich in Deutschland zurzeit aufhalten, wieder in ein gesichertes Syrien zurückkehren können. Und wir wollen den Wiederaufbau Syriens durchaus unterstützen, wenn allerdings Herr Assad auch dafür die Voraussetzungen schafft, nämlich die Straffreiheit und die Eigentumsgarantie der zurückgekehrten Flüchtlinge. Das ist doch klar. Die Politik der Bundesregierung, meine Damen und Herren, hat einen gegenteiligen Effekt. Die türkische Unterstützung des IS hat den Bürgerkrieg in Syrien verschärft und zeigt die dunkle Seite unseres Staatsgastes heute. Was will Herr Erdogan? Er will natürlich von seinen innenpolitischen, wirtschaftlichen Problemen und Entspannungen ablenken. Und Sie kennen die alte Lehre: Wenn Sie das machen wollen, wenn Sie innenpolitische Schwierigkeiten haben, dann suchen Sie die Einigung über außenpolitische Erfolge bzw. militärische Aktivitäten. Genau das tut die Türkei in Syrien derzeit. Und zurück zu den deutschen Interessen. Der Krieg in Syrien, meine Damen und Herren, ob man das nun gut oder schlecht findet, er ist entschieden. Es gibt noch die letzte kleine Enklave Idlib, aber ansonsten ist das Land
von einem verheerenden Kriegszustand in einen halbwegs stabilen Zustand zurückgekehrt. Und Herr Assad, ob es Ihnen gefällt oder nicht, sein Regime hat gewonnen. Und je eher Idlib fällt, meine Damen und Herren, desto eher ist der Bürgerkrieg in diesem Land beendet, desto eher sterben keine Menschen mehr dort. Und das muss doch für uns das Allerwichtigste sein. Die Bundesregierung unterstützt durch ihre Politik indirekt die islamistischen Terroristen. Wir wissen, dass es 3 Korridore aus Idlib heraus gibt, von den syrischen Streitkräften geschaffen. Und wir wissen auch, dass die Terroristen auf der anderen Seite die Zivilbevölkerung daran hindern, diese Korridore zu benutzen. Und da kann es doch nicht in unserem Interesse sein, das auch noch mit Schutzzonen zu stabilisieren, damit der militärische Erfolg gegen diejenigen, die ja mal mit dem IS zusammengearbeitet haben. Al-Nusra, das erinnern Sie sich, haben mit dem IS zusammengearbeitet. Und die unterstützen wir heute. Welch ein Wahnsinn, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung macht sich damit zum Handlanger von den Islamisten, die auch noch Zivilisten wie schäbig und furchtbar als menschliche Schutzschilde verwenden. Es ist völlig irrational, diese zu unterstützen, die wir übrigens in Afghanistan seit 2001, seit 17 Jahren bekämpfen. Das ist auch eindrucksvoll. Was ist die deutsche Strategie? Nach außen hin heißt es, man will Syrien als Ganzes erhalten. Ich habe den Eindruck, dass man alles tut, um die Stabilisierung in Syrien zu verhindern und dass damit eine Teilung und eine Abspaltung eines islamistischen Staates in der Tasche Idlib und anderswo erst möglich gemacht wird. Meine Damen und Herren, das kann doch nicht im Interesse der Bundesregierung sein und schon gar nicht im Interesse Deutschlands. Alles sieht danach aus, dass dieser Status quo eingefroren werden soll in Idlib. Das Gegenteil wäre richtig, Verhältnisse schaffen, wo endlich Frieden einkehrt in Syrien. Und was bewirkt das in Wirklichkeit? Sie bewirken willentlich und wissentlich eine Teilung Syriens durch die Abspaltung eines islamistischen Terrorstaates. Und warum ist das so? Ich habe manchmal den Eindruck, da sind andere Gedanken dahinter. Der Herr Weil und Herr Pistorius und leider auch Sie, Herr Präsident, haben das ja unlängst erwähnt. Angeblich können wir nicht anerkannte Flüchtlinge in dieser Größenordnung gar nicht nach Deutschland zurückschicken, sondern Deutschland ist auf Integration angewiesen, anders würden wir es nicht schaffen. Daraus folgt, auch nicht anerkannte Asylbewerber oder Flüchtlinge sollen in Deutschland bleiben. Meine Damen und Herren, wir wollen das nicht. Die AfD wird sich diesem Bruch der bestehenden deutschen Gesetze und der deutschen Verfassung heute und in Zukunft energisch entgegenstellen. Und ich glaube, und glauben Sie nicht, dass Sie jetzt mit den Aktivitäten der Bundesregierung in den vergangenen und zukünftigen Monaten Fakten schaffen werden können. Dieser Prozess ist nicht unumkehrbar, er ist umkehrbar. Und eine AfD-geführte Bundesregierung, meine Damen und Herren, wird diese Mutter aller Probleme sofort und entschieden angehen. Und ich verspreche Ihnen eins, wir schaffen das. Dankeschön. Vielen Dank.